Hier also mein öffentlicher Brief an unsere Bundeskanzlerin Merkel. Sehr geehrte, liebe Frau Bundeskanzlerin Merkel, so hätte ich Sie vielleicht noch vor 3 Monaten angeschrieben, da ich von Ihrer Arbeit sehr überzeugt war. Heute frage ich mich, was geht in einem Menschen vor, der die Macht besitzt, Menschen ihrer Freiheit zu berauben? Einem Menschen, der in einem Staat aufgewachsen ist, in dem Freiheit nicht selbstverständlich war. Angst. Das scheint ihr Ding zu sein. Angst und Panik erzeugen. Ich bin nur eine normale Bürgerin, Ehefrau und Mutter. Aber ich sage Ihnen hier und heute, dass ich im Gegensatz zu Ihnen wirklich reinen Gewissens die von Ihnen gewählten Worte sagen kann. Ich weiß um die Not vieler Menschen. Ich weiß um die Not von Eltern und Kindern. Ich weiß um die Not Alleinerziehender. Und ja, ich weiß um die Not so vieler in der Gastronomie und in Hotels. Auch sehe ich die Angst der Menschen, die um die Zukunft ihres Betriebes fürchten. Und ich sehe die Angst derer, die erahnen, dass sie nach Corona keine Arbeit mehr haben. Ich sehe die Not der Künstler und ich sehe die Erwartung der Gläubigen, die endlich in ihre Kirchen und anderen Glaubenseinrichtungen zurück wollen. Sie behaupten, dass sie sehen, dass wir uns nach der Gemeinschaft mit anderen sehnen. Sie behaupten, dass es ihnen bewusst ist, dass Menschen wieder ihr Recht auf Versammlung wahrnehmen wollen. Sie behaupten, dass sie die Not der Menschen sehen, die in Einsamkeit leben und dass diese Pandemie uns allen in diesem Land ziemlich viel abverlangt. Ja, mit diesen Worten haben sie wohl versucht, uns alle gleichzustellen. Egal ob Sie, der Bettler auf der Straße, ich oder der Pfarrer, der sonntags seine Predigt allein von der Kanzel herunterhält. Wir alle sollen gleich sein in dieser Zeit der Pandemie. Ich nehme Ihnen Ihre Worte nicht ab. Sie wissen nicht um die Not von uns Eltern. Sie können sich nicht einmal in unsere Lage versetzen. Und Sie können sich auch nicht in die Lage von Alleinerziehenden versetzen, für die es eventuell schon vor Corona ein Kampf im Leben war. Nein, Frau Merkel, bei mir bewirken Sie mit Ihren Worten gar nichts. Ich fühle mich von Ihnen vornehm ausgedrückt auf den Arm genommen. Nein, ich nehme Ihnen Ihre fürsorglichen Worte nicht ab. Keines davon kam ernsthaft in Ihren Augen an. Sie wissen genau um die Zahlen des Robert-Koch-Institutes und Sie wissen genau, dass einiges darauf hindeutet, dass die Pandemie schon zu Beginn des Lockdowns so gut wie beendet war. Was bewog Sie jetzt dazu, in Deutschland die Maskenpflicht einzuführen? Die Masken, die in der Sendung Talk in Berlin am 30. Januar 2020 von Ihrem Herrn Drosten belächelt wurden. Wenn ich ein Buch über Sie schreiben würde in der heutigen Zeit, dann würde ich ihm den Titel geben, Merkel, Kalkulation mit der Angst. Denn mit dieser scheinen Sie kalkuliert zu haben, um die Bürgerinnen und Bürger dahin zu bringen, wo Sie sie haben wollten. Sie und Ihre Ministerpräsidenten rufen die Menschen dazu auf, Lebensretter zu sein und Menschen zu melden, die sich nicht an die Beschränkungen halten. So weit ist es also schon gekommen, dass man zum Denunziantentum von den Politikern aufgefordert wird. Sie fordern Menschen auf, zu Spitzeln des Staates zu werden und scheinen zu vergessen, dass wir uns in einer demokratischen Republik befinden. Sie sind von der deutschen Bevölkerung gewählt und haben unsere Interessen zu vertreten. Stattdessen treten Sie gerade unsere Rechte mit Füßen. Sie berauben unseren Kindern ihrer Freiheit. Sie nehmen ihnen das Recht auf Bildung. Sie nehmen ihnen Ostern. Sie nehmen ihnen die Gemeinschaft mit anderen. Sie nehmen der Jugend die Chance, sich zu verlieben. Sie rauben dem arbeitenden Volk seinen wohlverdienten Urlaub. Sie berauben unseren Kindern, so wie die wirtschaftliche Lage der Betriebe nach Corona wohl aussieht, ihrer Weihnachtsgeschenke. Wie wollen Sie die Wirtschaft retten, die Sie ins Verderben geschickt haben? Das habe ich mich vorgestern Abend noch gefragt und gestern prompt eine mögliche Antwort darauf erhalten. Wenn man auf die Seite vom Deutschen Bundestag geht, findet man die Vorbereitung zu einer Verfassung, die der Vermögensabgabe zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie dient. Dabei kommt der Satz von Herrn Altmaier, es ist nicht eine Verstaatlichung von Betrieben, aber um die Wirtschaft zu schützen, würden wir, also die Regierung, das auch machen, eine ganz andere Dimension. Sie wagen es, die Wirtschaft an den Rand des Ruins zu bringen und wollen sich ihrer bemächtigen? Sind wir in der DDR angekommen?
Ich frage Sie, ist es wirklich in Ihrem Sinne, als die Bundeskanzlerin in den Geschichtsbüchern hervorgehoben zu werden, die einen mütterlichen, fürsorglichen Krieg gegen ihr eigenes Volk führt? Unmengen Existenzen sind bedroht und Sie arbeiten schon an der nächsten Schikane, der Maskenpflicht. Warum sieht man Sie nie mit einer Maske? Völlig willkürlich bestimmen Sie, welche Läden, Märkte und Einrichtungen geöffnet werden dürfen. Und völlig willkürlich bestimmen Sie, dass Läden nur bis 800 Quadratmeter geöffnet werden dürfen. Ich verstehe die Logik dahinter nicht. Es mag sein, dass es keine gibt. Es mag auch sein, dass die wieder zu hoch ist. Ich habe keine Ahnung, denn ist es nicht so, dass je größer ein Laden ist, desto mehr können sich die Menschen darin verteilen? Oder ist es einfach nur, um noch einmal Ihre Macht zu demonstrieren? Handeln Sie so, weil Sie in der Welt demonstrieren wollen, was für eine Macht Sie über Ihre Bevölkerung haben? Wenn der Schuss mal nicht nach hinten losgeht, dann stellen Sie sich vor, wir Bürgerinnen und Bürger beginnen so langsam aus der Schock- und Angststarre, in die Sie uns buxiert haben, zu erwachen. Ich weiß, dass Sie denken, dass Ihre Experten im alleinigen Besitz der Wahrheit sind. Die Experten, die sich kritisch zu Wort melden, werden von Ihnen und Herrn Drosten als Verschwörungstheoretiker abgeklatscht und versucht, der rechten Szene zuzuschreiben. Wenn ich mir bei einem sicher bin, dann, dass Dr. Wolfgang Bodark, Professor Dr. Stefan Hockerts, Professor Dr. Suchari Bhakti, Professor Dr. Hendrik Streeck, Professor Dr. Dr. Hadic, Professor Dr. Karin Mölling, Dr. Bodo Schiffmann, Professor Dr. Klaus Püschel und viele andere mehr weder Verschwörungstheoretiker noch der rechten Szene zuzuordnen sind. Warum versuchen Sie mit allen Mitteln zu verhindern, dass sich Wissenschaftler zu Wort melden, die eventuell andere Erkenntnisse haben als Ihr Professor Drosten und Herr Dr. Wieler vom RKI? Denken Sie ernsthaft, dass es dem normalen Bürger, dem Mittelstand, der wohl die Mehrzahl der Menschen in der Bundesrepublik Deutschland ausmacht, nicht auffällt, dass die Panikmache, die von Ihnen, Herrn Spahn, Herrn Drosten und Herrn Wieler ausgeht, längst nicht mehr gerechtfertigt ist und längst nicht unserem Wohle dient? Warum stellen Sie und Herr Drosten sich nicht einem Gespräch mit diesen Kritikern Ihres Lockdowns? Warum versuchen Sie mit allen Mitteln zu verhindern, dass diese Menschen gehört werden? Hören Sie endlich auf, dem politischen Herdentrieb zu folgen, der in China begonnen und in sämtlichen Regierungen der Welt seinen Lauf genommen hat. Ihr Schüren der Angst der Bürgerinnen und Bürger gegenüber muss jetzt endlich ein Ende finden. Sie haben mit der Angst der Menschen gespielt und den Lockdown durchgezogen, obwohl er bereits zum Beginn des Lockdowns nicht mehr nötig gewesen wäre. Und Sie schüren weiterhin Angst mit Ihren Worten, dass man sich keine Sekunde in Sicherheit wiegen darf und man wachsam sein muss? Wegen Ihnen durften im Sterben liegende Menschen nicht von ihren Verwandten begleitet werden. Ein Abschied war in den meisten Fällen nicht möglich. Wegen Ihnen kamen Menschen mit dem Wissen und der Angst ins Krankenhaus, dass der letzte Abschied von ihren Lieben wohl der allerletzte war. Wegen Ihnen konnten sich Menschen nur in kleiner Runde von ihren Verstorbenen verabschieden, obwohl es doch zweifelsfrei bekannt ist, wie wichtig Gemeinschaft und Trost Außenstehender gerade in Zeiten der Trauer für die Hinterbliebenen ist. Wegen Ihnen mussten Sterbende auf das Sterbesakrament verzichten, weil es Priestern verboten war, zu diesen zu gehen. Sie setzten die Rechte der Bürgerinnen und Bürger zu einem großen Teil außer Kraft. Sie tragen die Schuld, dass Kinder und Frauen sich nicht in den Schutz der Öffentlichkeit begeben konnten und der Gewalt zu Hause ausgeliefert waren und sind. Ich könnte noch unzählige Beispiele aufzählen, aber ich habe noch ein Leben neben Corona, dem ich mich hoffentlich bald wieder mit meiner kompletten Aufmerksamkeit widmen kann, wenn der ganze Spuk ein Ende gefunden hat. Momentan liegt mir aber die bedrohte Zukunft meiner und den anderen Kindern Deutschlands so sehr am Herzen, dass ich mich entschieden habe, dafür zu kämpfen, dass diese bald wieder in einer Demokratie leben dürfen, in der jeder seine Meinung frei äußern, sich frei bewegen kann und wieder jeder Einzelne von den Grundrechten Gebrauch machen darf. Ich frage Sie, was ist Ihr großes Ziel des Ganzen? Die Gesundheit der Menschen? Auch das, Frau Merkel, nehme ich Ihnen nicht ab. Dass die Gesundheit und das Gesundheitssystem Ihnen und Herrn Spahn nicht am Herzen liegen,
zeigt ihre Gesundheitspolitik der letzten Jahre. Und wenn ich gerade schon Herrn Spahn erwähne, der als Pharmaminister, ich meine natürlich Gesundheitsminister, mit gutem Beispiel vorangeht, und zwar mit Maske, aber sich dafür eng an eng und mit mindestens 10 weiteren Personen in einen Aufzug drängt, dann sei doch die Mutmaßung erlaubt, dass er vielleicht um die Ungefährlichkeit des Virus zu diesem Zeitpunkt weiß. Die Krankenhäuser stehen leer. Das Pflegepersonal wurde in Kurzarbeit geschickt, weil Sie, Herr Spahn und Professor Drosten, vor einer zweiten Welle warnen. Menschen sterben, weil Betten leer stehen, künstlich leer gehalten werden für die Massen an Corona-Infizierten, die nicht gekommen sind und auch wohl nicht mehr kommen werden. Warum lassen Sie zu, dass das Pflegepersonal nicht wieder seinem Job und seinem Interesse nachgeht, nämlich Menschen zu retten, und dem Interesse an deren Gesundheit, denn dem Pflegepersonal liegt unsere Gesundheit wirklich am Herzen. Die Welle wird nicht kommen, davon bin ich überzeugt. Was also ist Ihr großes Ziel? Ist es, dass Sie und Herr Spahn nach Corona sagen können, dass die Corona-Zeit gezeigt hat, dass das Gesundheitssystem auch mit weniger Personal funktioniert und eine Erhöhung eben dieses nicht vonnöten ist? Ist das möglicherweise Ihr Ziel? Sie sind im Gegensatz zu mir eine studierte, wenn auch nicht gebildetere Frau. In Klammer, Bildung kann man sich auch im Leben aneignen, ohne dass man studiert. Es wird nur von der Gesellschaft weniger anerkannt. Klammer zu. Also gehe ich davon aus, dass Sie bei Ihrem derzeitigen Handeln etwas im Blick haben. Die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger wohl kaum, denn die war Ihnen in den letzten Jahren auch nicht besonders wichtig. Ich frage Sie, was haben Sie von den geplanten Zwangsimpfungen? Sprechen Sie Ihren Mitmenschen nicht ab, dass Sie über eigene Intelligenz verfügen und anfangen, selbst nachzuforschen. Was denn wohl die Worte der Experten sind, von denen Sie und Herr Professor Drosten unbedingt abraten, sie zu hören. Ich sage Ihnen etwas. Das Leben endet im Idealfall mit dem Tod. Sprechen Sie den Menschen nicht ab, dass sie auf sich und ihre Mitmenschen aufpassen können. Eigentlich wollte ich Bill Gates aus meinen Gedanken verdrängen. Aber eventuell ist es ja so, dass er eine nicht geringe Mitschuld an der momentanen Situation trägt, da er ja der Weltverbesserer sein möchte und ebenfalls die Menschen für dumm verkauft. Wie man überall nachlesen kann, wird ihm und seiner Impfmissionierung in Indien die Schuld an tausenden verletzten und zahllosen Todesfällen gegeben. Und natürlich macht man sich über Bill Gates Gedanken, wenn er über 9 Minuten freie Werbezeit in der Tagesschau der ARD bekommt. Das alles scheint nur ein Ziel zu verfolgen, die Zwangsimpfung der gesamten Weltbevölkerung. Und Sie und unsere Medien stellen sich als Marionetten zur Verfügung. Bereits im September 2019 hat BioNTech Bill Gates als Investor gewonnen, nachzulesen in Vivo Wirtschaftswochen. Und wie es der Zufall will, ist genau dies die Firma, die jetzt schon den neuen Impfstoff in Deutschland am Testen kann. Deutschland am Menschen testen kann. Zufall? Dass Sie, Frau Merkel, eine besonders enge Beziehung zu Gates haben, schreit er ja förmlich in die Welt hinaus und lobt sie in den höchsten Tönen. Nehmen Sie sich ein Beispiel an Frau Merkel. So oder ähnlich waren und sind seine Worte. Früher einmal hätte man genau diesen Satz sagen können. Aber heute, wenn ihn Bill Gates von sich gibt, da erzeugt er einen Würgereiz in mir. Überall spielt er sich als Wohltäter auf, verteilt Gelder unter anderem an die Charité, an das RKI und an die WHO. An wen noch, Frau Merkel? Das frage ich Sie. Er macht all diese Unternehmen mit seinen wohltätigen Spenden zu seinen Handlangern und Mittätern. Nicht Mittätern in der Wohltätigkeit, sondern zu Mittätern an den wohlgeplanten, unzähligen Körperverletzungen der Bürgerinnen und Bürger. Wie es der Zufall will, streut jemand über Google just in dieser Woche die Behauptung, dass Bill Gates jetzt auch zum Opfer von Verschwörungstheoretikern wird. Bill Gates ist nicht der Retter der Welt. Er hat nur unanständig viel Geld und versucht mit genau diesem jetzt Macht zu erlangen. Macht zum Wohle der Menschheit? Ich frage Sie, wie es sein kann, dass nach kürzester Zeit ein Impfstoff, der sonst Jahre bis zu diesem Stadium braucht, an Menschen erprobt werden darf.
Man muss nicht gegen Impfung sein, wenn man gegen eine Zwangsimpfung ist. Ist Ihnen das bewusst? Wir Eltern müssen unsere Kinder vor Ihnen und Bill Gates schützen. Apropos Kinder. Was denken Sie sich dabei, unseren Kindern die Bildung zu verwehren? Meinen Kindern geht es gut damit. Es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass ein späterer Beginn der Schulaufgaben meine Kinder geradezu beflügelt. Aber was ist mit den Kindern, deren Eltern kein oder nur schlecht Deutsch sprechen? Was ist mit den Kindern, deren Eltern selbst eine schlechte Schulbildung hatten und ihnen nicht im geeigneten Maße beistehen können? Und ich frage Sie, was glauben Sie, wie die Schere auseinanderklafft im nächsten Schuljahr zwischen guten Schülerinnen und Schülern und denen, die es vor Corona schon schwer hatten? Aber so what? Was interessieren Sie unsere Kinder? Zur Bildung hat jedes Kind das Recht und Sie verwehren dieses Recht jedem einzelnen von Ihnen. Hören Sie also auf mit Ihrem mütterlichen Ich weiß um. Sie wissen überhaupt gar nichts, was uns Eltern zurzeit beschäftigt. Ich habe zwei ältere Söhne, die kurz vor der IHK-Prüfung stehen und auch hier verwehren Sie die Chance auf einen guten Abschluss. Schämen Sie sich. Widerstand ist immer dann sinnvoll, wenn eine breite Masse der Menschen ohne zu hinterfragen dem vorgegebenen Mainstream folgt. Wenn dazu aufgerufen wird, Nachbarn zu denunzieren, wenn die Menschen nur noch gefilterte Informationen bekommen und die Grundrechte in massivster Weise eingeschränkt sind. Ich möchte noch einmal betonen, dass dies alles meine Überlegungen und meine Worte sind, die ich hier zusammengefasst habe und ich eigentlich kein öffentlicher Mensch bin. Ich mag keine Bilder von mir und ich mag schon gar nicht vor einer Videokamera stehen. Aber Sie sehen, was Sie und Ihre Maßnahmen in der Lage sind, aus uns Menschen zu machen. Wenn die Menschheit nach 1945 etwas verdient hat, dann sind es Medien, die unvoreingenommen recherchieren und berichten. Und die auch kritische Stimmen zu Wort kommen lassen. Und nicht die Medien, die Sie anscheinend gerade zur einseitigen Berichterstattung aufgefordert haben. Bis vor Corona kamen immer mehrere Experten in Talkshows zu Wort. Auch Kritiker, bei denen man sich dachte, das kann doch jetzt nicht sein Ernst sein. Es war einem jeden möglich, sich selbst eine Meinung zu bilden. Sprechen Sie uns Bürgerinnen und Bürger nicht die Intelligenz ab, selbstbestimmt und fremdbewusst zu denken und zu handeln. Ich bitte auch Ihre Herren Kretschmann und Strobel zu überdenken, was Sie damit angerichtet haben, als Sie die Bürgerinnen und Bürger dazu aufforderten, zu beobachten und zu melden, schlicht zu denunzieren. Schämen Sie sich alle! Es mag sein, dass sich extrem Rechte oder extrem Linke der Meinung des Widerstands in 2020 und auch der daraus neu gegründeten Partei anschließen. Aber wissen Sie was? Genau dann hat dieser Widerstand erreicht, was Sie und Ihre derzeitige Regierung in jahrelanger Öffentlichkeit nicht erreicht haben, nämlich sich vom Extremismus zu distanzieren und sich wieder der Mitte und damit dem Wohle der Bürger zuzuwenden. Reichsbürger werden plötzlich in Google mit dem Widerstand 2020 in Verbindung gebracht, nur um den Widerstand so früh wie möglich zu unterdrücken und in seine von Ihnen propagierten Schranken zu weisen? Die Widerstandsbewegung hat in keinster Weise etwas mit den Reichsbürgern zu tun, denn sie hebt sich ganz klar ab von diesen. Die Widerstandsbewegung kämpft für das Grundgesetz, die Aufrechterhaltung der Demokratie und für die Rechte der Bürger in der Bundesrepublik Deutschland. Noch einmal, zweifeln Sie bitte nicht an der Intelligenz der Bürgerinnen und Bürger, diesen gravierenden Unterschied zu erkennen. Mein Mann und ich haben und tun dies noch immer, unsere Kinder zu freiheitlich denkenden, das Gesetz achtenden Menschen erzogen. Wir haben ihnen klar gemacht, dass wenn man sich nicht an das Gesetz hält, man dafür gerade stehen muss. Nun haben sie maßgeblich dazu beigetragen, dass unser Grundgesetz unter dem Deckmantel der Corona-Verordnung in großen Teilen außer Kraft gesetzt wird. Ich fordere sie auf, Verantwortung zu übernehmen und dafür gerade zu stehen, was sie den Menschen in Deutschland für Schaden zugefügt haben. Ich wollte nie öffentlich werden, aber es ist mir ein Anliegen auszusprechen, was viele denken und nur ein paar Tausende wagen, ebenfalls auszusprechen. Für die Zukunft meiner und der Kinder Deutschlands und allen voran für das hoffentlich uns alle überdauernde Grundgesetz. Freie Meinungsäußerung sollte nie dort beschränkt werden, wo die eigene Meinung endet.
Herzlichen Glückwunsch, Frau Merkel. Sie haben es geschafft, am Ende Ihrer Kanzlerkarriere einen nicht unbeträchtlichen Teil der Bürgerinnen und Bürger davon zu überzeugen, dass Sie wirklich reif für die Rente sind. Ich fordere Sie hiermit auf. Treten Sie zurück. Gruß, Susanne Jesch.